Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Stellaris und wir finden uns gerade hier direkt oberhalb von Afrika. Hier ist Indien, hier ist Italien, da ist Sizilien und da ganz kleines Palermo. Und hier ist Europa, Deutschland, Russland, China. Was haben wir noch? Wenn ihr Nordkorea sehen wollt, ist da, wo es nicht beleuchtet ist. Sorry. Oh mein Gott, das darf man gar nicht sagen, schon wieder. Ja. Ist aber so, ihr müsst mal gucken, ich muss euch mal die Maps angucken. Und überall gibt es, Straßen und alles Südkorea und überall. Und man kann auch schön dann Taiwan sehen, die Insel vor China. Ob Nordkorea haben nicht so viele Straßen. Das ist nicht wertend. Ich will einfach nur mal, eher weniger Straßen. Roads, quasi. Ja. Okay, was zeigt er uns an? Der sagt, wir können ein Gebäude bauen. Möchten wir ein Gebäude bauen, Leute? Jedenfalls. Hier, das ist doch, das Normaltempo ist doch ein Tick schneller, oder? Wirkt es einfach nur so? Ich weiß es nicht. Also wirkt es nur so? Ich kann es gar nicht genau sagen. Research concluded. Jedenfalls machen wir hier, glaube ich, auch mal die Genkliniken für schnelleres Wachstum auf der Erde. Direkt Flottenkapazität plus 30, was uns jetzt ermöglicht, hier ein bisschen Gas zu geben. Cool. Wir könnten auch mal prinzipiell gucken, ob wir die Kriminalität da machen möchten. Aber wir werden jetzt die Sozialforschung erhöhen. Müssen wir ja. Das ist unser ganz großes Handicap. Die Forschung ist ganz schlecht. Wir haben ein klares Signal entdeckt, ein besonders klares und sich wiederholendes Signal, der von uns Boriums genannten Fremden entdeckt, das unsere Linguisten hervorragendes Material zur Entschlüsselung ihrer Sprache bieten könnte. Sie sind optimistisch, dass wir auf der Grundlage dieses Glücksfalls einige bedeutende Fortschritte machen können. Werden wir auch machen. Wir haben zwei Einblicke bekommen. Hier seht ihr, die Schwierigkeit ist 10, Hölle. Aber wir haben zwei Einblicke bekommen. Das erhöht die Durchbruchschance. Nee, das ist die Fähigkeitsbonus und wir haben drei Einblicke. Und die erhöhen alle die Durchbruchschance und die ist ziemlich geil bei 0%. Da geht es richtig ab bei uns. Ja. So ist es. Naja. Man muss es einfach laufen lassen, mehr kann man eh nicht tun. Hier. Ja. Leute. Bei mir geht's wieder richtig ab. Ja. Was soll ich sagen? Wir sind noch nicht stark genug, was Raumschiffe anbelangt, um irgendwie hier jetzt mega forschen zu können oder so. Das können wir komplett vergessen. Ja, wir haben... Ja. Aber gut, das ist jetzt halt nicht auch... Das läuft hier halt auch nicht optimal. Mein Gott, ist halt so. Was sollen wir machen? Ja, wir kommen da oben auch nicht durch, Flubis. Warum? Können wir vergessen, Jahre. Also hier ist alles komplett abgeriegelt, sowas von abgeriegelt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann gehen wir doch nach Soju. Und einmal in Soju angekommen, können wir dann in irgendeine andere Richtung gehen. Ich finde es auf jeden Fall nett, dass man das kleine Detail gesehen hat und auf der Erde im Sol-System quasi die einzelnen Kontinente erkennen kann. Finde ich cool. Okay, der Kurator. Orden. Ah, ihr seid ja richtig kleine, hübsche Milben. Jawohl. Wir sind die Kuratoren. Unser uralter Orden wurde vor Äonen von verschiedenen galaktischen Mächten gegründet, die damals an die Macht strebten. Wir widmeten uns der Bewahrung allen Wissens, um die Galaxie vor dem Fall in ein weiteres dunkles Zeitalter voller Massenaussterben und Barbarei zu schützen. Wir sind gescheitert. Heute gibt es nur noch wenige von uns, aber wir gehen unserer heiligen Mission mit derselben Leidenschaft wie unsere Vorfahren nach. Wir sind gewillt, einen Teil unseres Wissens mit euch zu teilen. Für einen gewissen Preis, ja. Ein wahrlich gutes Treffen. Wir machen jetzt die galaktischen Ambitionen, das ist cool. Und können jetzt unseren nächsten freien Aufstiegsvorteil nutzen. Ja, wir hauen jetzt hier nicht so auf die... Wir hauen jetzt nicht so auf die Pauke, wie man vielleicht könnte. In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier eine ganz spezielle Situation haben, die wir so selten hatten, dass wir wirklich keine Planeten haben und uns durchkämpfen müssen und alles schwierig wird, möchte ich einfach mal tatsächlich die Kontrolle der Leere nehmen. Also Einflusskosten. Aber der Ansprüche, das ist alles nicht das Problem. Der Einfluss ist momentan nicht unser Problem.
Und Enigma-Ingenieur ist auch blöd. Wir machen die Kontrolle der Leeren, machen 5 weitere Sternbasen. Haben wir noch nie gewählt. Jetzt in der Mini-Staffel. Leute, warum nicht? Warum nicht? Machen wir. Und dann werden wir auch schön... werden wir das auch nutzen. Einfach mal ein bisschen upgraden. Moment, er könnte mal auf Gloas die Bergbaustation bauen. Das wäre auch nicht verkehrt. Nach Sorsimox trauen wir uns gerade momentan noch nicht so ganz zurück. Ist ein bisschen komisch. Ja, weil da werden die Leute verrückt und bringen sich gegenseitig um. Tja. Ja, muss man aufpassen. Das Kontaktereignis. Ausstehen, die Bojums. Ja, das ist okay. Wir werden einfach weiter versuchen. Nochmal eine. Wow. Also wow. Hey, wow. Im Bausystem ist ja richtig wow. Da geht's ab. Wow. Okay. Freunde. So, Alpha Centauri. Gut. Haben wir jetzt gebaut. Was können wir hier bauen? Wir haben ja wirklich nichts. Wir haben... Die Kuratoren-Denkfabrik, die wäre geil. Warum können wir es nicht bauen? Wir brauchen eine Kurator-Enklave im System. Logistikbüro gibt uns mehr Ankerplätze. Ja, Ankerplätze könnten wir. Die könnten wir tatsächlich bauen. Ja. Alpha Centauri ist. Wir bauen Ankerplätze. Leute, was soll man machen? Ja, und dann Logistikbüro. Das passt schon. Also gut. Ja, und so machen wir das jetzt. Und füllen unsere Sternbasen auf, dass es abgeht. 4 von 11. Hier auf im Katzibus. Im Katzibus-System. Geht auch die Party ab. Dann kann man eigentlich fast hier sagen, dass wir im Haftorang auch keinen Namen einfach, oder? Dass wir Haftorang upgraden ein bisschen. Ja, wir müssen ein bisschen upgraden, Leute. Wir haben so viele Stationen, wir müssen die nutzen auch. Zumindest teilweise müssen wir die nutzen. Ja, wenn es ein Katzibus-System gibt, hallo? Warum erkundet er nicht Daphne weiter? Wie wäre es gewesen? War das jetzt zu viel verlangt, Daphne weiter zu erkunden? Und sie erkundet Wow weiter. Komm. Dann erforsch mal so. Nö, Blödsinn. Erkunde hier. Dann hier. Dann hier. Ja gut, ich glaube, ist egal. Und dann hier, so haben wir die Befehle hier alle gegeben. Sehr gut. Und unsere Transportflotte 1, wisst ihr was, die können wir wieder auflösen. Die brauchen wir wirklich nicht gerade. Das ist alles Blödsinn. USS Hawking macht nichts schlecht. So. Jaws Kompass. Das sind auf jeden Fall keine Kuratoren. Reisenden Münze. Was ist eine reisenden Münze? Noch nie gehabt. Das Reisenden Monetarisierungskomitee gewährt volle Kompatibilität mit den Dienstleistungen an Bord der Handelsstation Tungel. Inklusive, aber nicht ausschließlich, der Spielautomaten und Reliquienbehälter. Größtenteils geht es allerdings nur um die Spielautomaten und Reliquienbehälter. Reisende Münze werden nur bei Spielautomaten und für Reliquienbehälter akzeptiert. 8K, eine Münze. Was? 12K. Achso, wir kriegen 12.000 reisende Münzen. So viele Münzen, echt? Das haben wir auch noch nie gehabt, ist das so? Jackpot, was? Seit wann gibt es denn sowas hier? Ist das ernsthaft? Okay. Wir haben nicht genug Münzen. Wisst ihr was? Warum denn nicht? Wir kaufen Münzen. Die Staffel ist eh gleich rum. Also. Ja. Komm, wir spielen mal. Wir drehen, wir ziehen am Hebel. Ah. Okay, eine Rolle nach der anderen kommt zum Stehen. Und ihr habt die statistische Chance, vorhandene vorne viel zu gewinnen. Haben wir nicht gewonnen, oder was? Zieh nochmal, komm. Und gewonnen? Das Ziel besteht darin, die Symbole auf den sich drehenden Rollen gleich zu haben, wenn die Rollen schließlich aufhören, sich zu drehen.
können nicht mehr am Hebel ziehen. Oh Gott! Wir haben 8000 gespielt? Was ist ein Reliquienbehälter? Es ist eine alte Geschichte, aber keine besonders lange. Als die Reisenden zum ersten Mal zusammenkamen und die Karawanserei Caravan Coalition gründeten, wurde angeordnet, dass ein kleiner, zufälliger Teil der Waren, die jedes Jahr durch diese Station gehen, beschlagnahmt, in hermetisch verschlossenen Containern platziert und in einem Frachtraum auf der untersten Ebene der Station gelagert werden sollte. Dieser Brauch wurde seit undenklichen Zeiten aufrechterhalten und die Frachtbucht erreichte kürzlich ihr Limit. Oh, es ist nun unsere Pflicht, diese versiegelten Reliquienbehälter zu verkaufen. Denn was ist da drin? Wir dürfen es nicht wissen. Dieses Wissen gebührt alleinig dem Kunden. Was wir aber wissen, ist, dass die Inhalte zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte der Reisen als wertvoll angesehen wurden. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Reliquienbehälter während der kurzen dritten Regierungszeit des wahnsinnigen Maklers für die Müllverwertung benutzt wurden. Okay. Geil. Finde ich cool. Aber das ist eher was, wenn man dann ein bisschen mehr Geld hat, dann müssen wir ja hier ein bisschen, ja, müssen ja sparen. Dorothy Hunt hat immer noch eine Durchbruchschance von 0%. Wir brauchen 5 weitere completed. Einblicke. Evasive maneuvers. Oh, oh, was ist los? Entschuldigung, oh, Kienda, was ist da für einer? Ah, Gott sei Dank. Habe ich einen Husten gekriegt? Sorry. Oh Gott. Hier, schaut mal, da sind unsere Planeten. Hier, Ozeanwelt 25 und wir kommen nicht hin. Herrgott. Wegen diesem blöden Jahrrad. Wir könnten hier oben rum wandern. Aber dann müssten wir an denen hier durch. Construction completed. Sollen wir da mal durch? Was können die denn? Die haben... Gut, die haben nichts. Also wir gucken nochmal, die haben wirklich nichts. Alien Box. Komm, wir machen die Alien Box. Gucken uns die Alien Box an. Und hier die inneren Echos. Messungen von Dalphene 4a zeigen, dass der Planet früher größtenteils von üppiger Vegetation bedeckt war. Jetzt ist die verlassene Kugel nur noch wenig mehr als ein unfruchtbarer Stein. Obwohl es keine nennenswerten tektonischen Aktivitäten gibt, haben Scans des Planeten rätselhafte seismografische Daten registriert. Etwas bewegt sich im Untergrund, etwas Großes. Dies rechtfertigt weitere Untersuchungen. Oh ja. Das würde ich auch sagen. Katzibus ist upgegradet. Sehr cool. Werden wir Katzibus gleich mal eine Station bauen, ein lecker Stationchen. Hier haben wir Sigawa. Was haben wir da? Da haben wir genau Ressourcensilos. Ja. Würden wir vielleicht das Logistikbüro dann prinzipiell bauen wollen, aber jetzt erstmal die 58 da oben auffüllen. Und dann sehen wir weiter, was für eine Stärke brauchen wir denn. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ah, so um die 7000 Stärke sollten wir schon haben. Das wird mit den Schiffen hier nicht so leicht. Mit unserem Einkommen an Legierung, was ja wirklich ja, klein ist. Also wir sollten zum einen ja auf die Station jetzt gehen natürlich, also auf die Raumstation zum anderen, aber auch auf Habitat. Wir müssen tief bauen. Also nicht breit, sondern das, was wir haben, so gut ausbauen, wie es geht, müssen wir tief bauen. Und um tief zu bauen, ja, brauchen wir halt die entsprechenden Technologien. Besatzungsquartiere, Schiffswerft. Wir haben immer noch die Korvette nur noch. Ah, play, 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 mach play, Junge. Immer noch die Korvette. Wie ätzend, ey. Ich sag's euch, wie ätzend ist das denn? Erzwungenes Wachstum. Können wir das nicht löschen wieder? Knowledge is the key to the universe. Haben wir nicht. Können wir nicht. Na toll. Okay. Baugeschwindigkeit der Korvette um ein Viertel erhöht. Autozerstörer. Jawohl, das ist wichtig. Wichtig, das machen wir. Wir machen den Zerstörer in 48 Monaten. System Survey concluded. Das ist hier so eine richtig ätzende Geschichte, Leute.
Evasive maneuvers. Oh Gott. Diese Saphirlocker, die Prismen. Das ist unsere Geißel hier, die uns ärgert. Kommunikation hergestellt, die Boyums. Gut, die bezeichnen sich selbst als Ethyl Company auf dem Schirm. Seid ihr nicht solche Kristallwesen, Leute? Seid gegrüßt, ich spreche Firmenchefin Ottam Ogun und die wohlhabende Elite von Ethyl Company. Da wir immer auf der Suche nach neuen Handelspartnern sind, hoffen wir, dass wir ein Abkommen erreichen können, von dem unsere beiden Nationen profitieren werden, spiritualistisch und egalitär. Wir wollen doch nur Freunde sein. Ja, wir wollen Freunde sein. Wir machen auch die Botschaft. Machen wir auch. Wir gehen mal auf Kontakte. Und das sind die. Die sind uns. Leute, uns sind alle überlegen. Möchte ich nur mal sagen. Moment. Beziehungen verbessern. So, okay. Leute, was ist mit euch los, ha? Mensch, Schwächlinge, unsere Krieger sind auf dem Weg, eure Systeme zu plündern. Na, wie viel wollt ihr? 500 geht noch. Dann nehmen wir Credits. Gut. Erfolg ist in Sicherheit. Für den Moment. Gut. Also, und die Ethyl Company, die ist im Krieg. Jetzt reden wir mal mit dem Maga hier. Und da möchten wir ganz gerne Unabhängigkeit garantieren. Nee, schon klar, wir möchten was ganz anderes. Wir möchten in Richtung Föderation gründen gehen. Wir brauchen die Diplomatietradition. Erstmal, bevor wir das machen können, können wir nicht einen Wirtschaftspakt schließen. Anomalous readings registered. Können wir nicht, warum eigentlich nicht? Okay. Wu-System lassen wir vorerst mal sein. Gut, die Ethyl Company, können wir mit denen Handelsankommen? Ne, wir möchten keinen Handelsankommen, wir möchten einen Wirtschaftspakt schließen. System Survey concluded. Ja. Construction completed. Leute, was steht hier dran? Kostet uns nur, guck mal. Lass mal bleiben. Wir sind Forschungsabkommen. Warum steht nicht drin, wie wir davon profitieren? Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, dass der Kack nicht drin steht. Das ist so ärgerlich. Okay. Wer kann denn gewählt werden? Aggressive Landwirtschaft. Ja, zwei Landwirtschafts. Wir lassen die machen. Macht mal. Sozialforschung 20% schneller. Sehr gut. Und das Befehlslimit der Flotte ist natürlich auch geil. Und hier der Erlassfonds ist auch gut. Ah, aber Klonen. Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner. Mega gut auch. Flottenüberlegenheit. Befehlslimit. Das ist natürlich... Befehlslimit finde ich richtig gut und wichtig, dass wir unsere Flotten einfach ein bisschen erhöhen können, bevor es einen weiteren Admiral braucht. Aber hier Verwaltungsanlagen. Bürokraten machen aus Konsumgütern. Einigkeit, und zwar nicht zu wenig. Das werden wir mal erforschen. Wir müssen dann nur tatsächlich Konsumgüter bauen. Das ist wichtig, dass wir das haben. Und Konsumgüter kriegen wir durch die Zivilindustrie. Da müssen wir halt mal ein bisschen reinbuttern in die Zivilindustrie, sonst werden wir irgendwann auf dem Trockenen sitzen. Und wer will schon auf dem Trockenen sitzen? Hallo? Haftorang. Jo, komm, dann machen wir mal zwei Schiffswerften, Haftorang. Und dann machen wir auch die Flottenakademie. Und die machen vielleicht zuerst die Flottenakademie. Genau, wo ist das hier? Also. Das ist mit die Starterfahrung der Schiffe plus 100. Die starten gleich ein Level höher und das macht viel aus. Das macht viel aus. Ja. Einladung zum Wirtschaftspakt. Sie erhalten Piepen. Ja, komm, machen wir. Dann zahlen wir jetzt halt ein bisschen, aber das ist in Ordnung. Moment, die USS Hawking macht nichts. Ach so, weil wir hier jetzt... Echt, das kleine Ding macht uns so fertig. Wie ärgerlich. Und hier die USS Hawking. Gut, nach... Boah, das wäre halt die Mega-Ozeanwelt, gell? Ja, für 25 Platz. Hei, 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 hei. Und dann...
Ne, wir kämen gar nicht drüber. Wir müssten hier oben durch und dann. Leute, wir haben aber ein Pech irgendwie. In dieser Staffel, so kurz sie sein mag, ja, haben wir ein Pech. Na dann, komm. Bin ja zu geizig ein bisschen. Komm, wir nehmen mal einen Computer. Fuzzi. Und holen uns die Sternenbasis. Wenn wir jetzt hier oben mal gucken. Ja. Nur die Erlasse kosten uns mehr, von daher. Forschungsabkommen. Hier steht jetzt nicht, dass es uns was kostet. Aber das kostet. Und da stimmen wir auch mal zu dem Forschungsabkommen. Jetzt hoffe ich mal. Ja doch, da. Forschungsabkommen kosten auch 0,25. Das ist so. Okay. Inhalt der außerirdischen Box. Endlich haben es unsere Wissenschaftler geschafft, einen Blick in die fremde Box zu werfen, ohne den Behälter selbst dabei zu beschädigen. Durch die Verwendung eines fortschrittlichen Sonars konnte der Inhalt identifiziert werden. Der Inhalt ist verblüffend oder zumindest unerwartet. Die Box enthält drei kleine Fläschchen, die jeweils mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllt sind. Es ist sicher, die Box zu öffnen, bedarf aber weiterer Untersuchungen, um zu verstehen, wie. Öffnet sie. Ja, verkauft sie. Okay, ja, nö. Öffnet sie. Situation log has been updated. Construction completed. Aufbrechen der Alienbox, ja. Mach die Box auf. Mach die Alienbox auf. Ja, was gibt's? Jetzt kommen die nächsten hier. Was? Wir erhalten 5,20 und die 14,81. Wahnsinn. Nee, danke schön. Ihr seid eh so kristalline Jungs, da stehen wir nicht so drauf. System Survey concluded. Ja. Defensivabkommen? Was eigentlich schon ganz gut ist, Defensivabkommen. Aber wir haben momentan. Nee, wir lassen es mal noch. Weil wir es uns einfach nicht so leisten können. Aber prinzipiell ist so ein Abkommen natürlich eine feine Sache für uns. Sollte alles unsere sein hier unten. Nicht Angriffsversprechen. Das können wir doch machen. Ich glaube, das kostet nichts. Nicht Angriffsversprechen kostet nichts. Und wir haben ja eh nicht vor, in irgendeiner Form irgendjemand anzugreifen. Erstkontakt in Jammer, die Crunchers, oh Gott. Our science ship is under fire. Also, was haben wir für eine aggressive Fauna hier, ey? Verirrte Möwe, die USS Hawking hat die Quelle der Bewegung in der oberen Atmosphäre von Baidan 3 gefunden. Überraschenderweise war in den Wolken kein Schiff versteckt, sondern eine friedliebende fremde Lebensform. Trotz ihrer beeindruckenden Größe scheint die Kreatur, die von der Besatzung der USS Hawking Weltraumamöbe getauft wurde, ein Jungtier zu sein. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, wie dieses Wesen von seiner Mutter oder anderen Vertretern seiner Art getrennt wurde. Doch eines ist sicher. Es scheint nun auf die USS Hawking geprägt worden zu sein. Als die Crew ihre Untersuchung von Baidan 3 beendet hatte, stellte sie fest, dass die Amöbe ihnen folgte. Es hat sich als schwierig erwiesen, sie abzuschütteln, und Hillary Maloney scheint von der Entschlossenheit dieses Geschöpfs sehr beeindruckt zu sein. Unser Wissenschaftsoffizier schlägt vor, der jungen Amöbe zu erlauben, dem Schiff zu folgen, und hofft damit, so mehr über Weltraumamöben erfahren zu können. Ordnet eine Obduktion an. Oh Gott. Weltraumamöbenjäger. Das ist keine Option, meide das einfach. In Ordnung. Vereinte Nation der Erde wird neuer Besitzer von Lost Juvenile. Situation log has been updated. Okay, gut. Hatten wir noch nie. Wir haben das erste Mal in all den Staffeln. Construction completed. Haben wir eine Amöbe. Wo ist sie? Echt? Und die ist so schwach und klein? System Survey concluded. Kernkomponenten Biomotor. Okay. Okay.
trügerischer Riese. Was wir für einen abnormal kleinen Gasriesen gehalten hatten, ist in Wirklichkeit gar kein Gasriese. Unter einer trügerischen Staubschicht in der oberen Atmosphäre befindet sich ein regulärer Planet. Ein karger Planet, aber trotzdem ein Planet. Für die astronomische Gesellschaft der Erde war das ziemlich peinlich. Oh, ja. Das war ziemlich... Wir müssen tatsächlich hier durch. Durch die Armada. Und wenn da unser Juvenile stirbt... Ah, die werden uns wahrscheinlich nichts tun. Wir haben ja bezahlt. Sollten sie eigentlich gelb sein. Normalerweise. Oder? Müssten sie gelb sein. Na gut. Na gut, Leute. Jetzt gucken wir mal. Katzibus. Wie läuft's in Katzibus? Katzibus läuft's. Ja, Katzibus, das lassen wir mal. Komm, wir machen einfach hier die Ankerplätze und dann sehen wir weiter. Strukturierte Signale, alles gut. Erforschen wir weiter, selbstverständlich. Oh, Leute. Was für eine Staffel ist das schon wieder, hä? Brutal. Aber ich würde jetzt hier in Daphne ganz gern eigentlich. Migrationsabkommen. Mit den Maga. Abgelaufen. So was Blödes auch. Ne, Daphne würde ich sagen, holen wir uns. Weil wir dann dort hier die archäologische Stätte ausgraben können. Das hat natürlich seine Vorteile. Ah, und da sind wir auch schon bei der Ifil Company angelangt. Okay, dann gucken wir, dass wir Daphne für uns noch holen können. Und das sind diese vier Lurkers. Naja, gut. Gut, ist halt so. System Survey concluded. Gut, jetzt auf dem Weg. 1350 Tage circa dauert die Reise. Sehr lange. Sehr lange eigentlich. Wie sieht es denn aus mit der Forschung jetzt? Wir kommen auch mit der Forschung. Wir kommen einfach nicht voran, Leute. Ihr Zerstörer dauert noch ewig. Noch 40 Monate, bis wir da auf den grünen Zweig kommen. Migrationsabkommen. Moment. Ablehnen. Voll ausgewachsen. Die Amöbe, die unsere Flotte vor einiger Zeit beigetreten ist, scheint ihre volle Reife erreicht zu haben. Auch als beeindruckend erwachsene Amöbe ist sie den Schiffen, die ihr ein neues Zuhause gaben, nicht weniger treu ergeben. Ihre Zeit mit der Flotte scheint ihr adaptives Verhalten so sehr beeinflusst zu haben, dass sie gänzlich anders der wilden Weltraumamöben handelt und sie zu einer beeindruckenden Präsenz auf dem Schlachtfeld macht. In ganz vereinten Nationen der Erde ist ihr Abbild zu einer Art Maskottchen für die menschliche Entschlossenheit geworden. Es bleibt nur die Frage, wie sollen wir sie nennen? Okay, Bubbles? Oh. Nyx, Rebel, Euka, Zito, Boomer, Feuersbrunst, Nova, die sind alle schrecklich. Nee, Bubbles ist geil. Das ist Bubbles. Okay. Leute, das ist unser Schiff Bubbles. Stärke 508 auf einmal. Cool. Der hat jetzt noch Amöbenträgergeschwader bekommen. Sehr geil. Okay, und den, können wir den hier nutzen? Ja. Dann Bubbles, gehen wir da unten kämpfen. Dann können wir da weiter im Süden voranschreiten. Und hier können wir auch hin. Cool. Ja, wenn man so eine klitzekleine Militärpräsenz hat, das ist nicht verkehrt. Niemals verkehrt ist sowas. Okay, Leute. Cool. Ja, aber wie ihr sehen könnt, hier die Ifil Company, die ist halt auch schon ziemlich hier oben groß geworden. Und wir sind jetzt, na gut, wir sind schon relativ klein. Aber hier, schaut mal, die Maga Star Authority, wie viel haben die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28 Planeten, also Systeme kann ich zählen bei uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also diesmal doppelt so groß wie wir. Das heißt, man kann noch viel aggressiver expandieren. Leute, noch viel aggressiver expandieren. Das heißt, im Prinzip müssten wir jedes einzelne System
We have detected an mitnehmen. Anomaly. Jedes einzelne System. So machen es die anderen auch. Das will ich gar nicht wissen, die Ethereal Company, wie groß die sind. Werden noch viel größer sein, oder? Wir sind Platz 9, schaut mal, von 9, 9 von 9. Also, puh. Also das Spiel muss man anders angehen, muss man aggressiver angehen und muss man vor allem auch expansorisch ganz anders angehen. Wir wurden ja gehemmt von vornherein durch diese Riesenflotten, die uns aber unsere Verhältnisse Riesenflotten, die uns immer schön klein gehalten haben, Leute. Das war ein bisschen unser Problem hier. Ist okay, passt schon. Wenn wir mal die Zerstörer gebaut haben werden, können wir mal weitersehen. Aber bis dahin, ja. Construction completed. Bauen wir mal ein Konstruktionsschiff an. Die Potomac haben wir auch noch. Ja gut, die steht hier hinten. Lypien Raumfähre. Leute, was ist denn hier los? Ah doch, das kennen wir auch, aber das Bild kommt mir neu vor. Eine kleine Raumfähre der Lypien. Das sind hier unten die Piraten, das sind die Lypien. Die freien Krieger, Entschuldigung, nicht Piraten, die freien Krieger, die uns halt ab und zu mal erpressen, okay. Hat kürzlich unsere Grenze im Roshon-System überschritten. Wir sind nicht sicher, warum sie von ihresgleichen gejagt wurden, aber die Angreifer zogen sich zurück, als sie unsere Grenzsicherheit sahen. Das schwer beschädigte Schiff wurde geborgen. Die Crew war allerdings kurz nach dem Eintreten in Roshon bereits verstorben. Sein Laderaum war bis zum Rand mit gestohlenen Credits gefüllt. Durch das Recht der Bergung gehörten die Credits zu uns. 400, naja. Ich dachte, jetzt kommt hier... Oh mein Gott, der Sammler. Das ist eine Geschichte. Für ein anderes Mal, für eine andere Staffel auch. Wir gucken uns nicht den Sammler an. Wir werden mit dem Sammler jetzt auch nicht mehr umgehen hier. Leute, aber der Sammler ist der Sammler. Evasive Maneuvers. Würde ihn euch zeigen. Das ist der Sammler, Freunde. Ein Leviathan. Ah, wir haben ihn ganz kurz gesehen, immerhin. The special project has concluded. Wahnsinn. So. Das ist der Sammler. Tolle Geschichte mit dem Sammler. Aber nicht für diese Staffel. Die außerirdische Box geöffnet. Ist auch so interessant. Rot, blau, grün. Damals habe ich mir überlegt, was könnte was sein? Ich dachte, rot ist halt Mineralien, blau, grün ist Lebensmittel und blau ist Wissenschaft oder so. Und wir benutzen mal die blaue. Ja, keine Ahnung. Genmodifizierung abgeschlossen. Genau, die Lebensspanne scheint sich erhöht zu haben. Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein. Nicht in die Kontakte. Nein. Wir gucken mal in die Spezies rein. Mensch, was ist hier jetzt passiert? Sehen wir überhaupt irgendwas? Ist irgendwas passiert? Hier sehen wir bei unserer Genetik... Doch, hier sehen wir was. Hier. Begrenzte Regeneration. Was ja eigentlich... Begrenzte Regeneration ist eigentlich eher negativ, oder? Gut, aber... Armeeschaden plus 10%. Lebensdaueranführer plus 10 Jahre. Diese Spezies wurde so modifiziert, dass sie schneller heilt. Dies macht sie im Kampf gefährlicher und allgemein etwas langlebiger. Okay, cool. Begrenzte Regeneration. Unsere Menschen. Alles klar. Oh, jedenfalls Stellaris ist so ein krankes Spiel an manchen Stellen, also was man da machen kann. Mit ein bisschen Fantasie. Ja, ein bisschen Fantasie kann man alles Mögliche hier erreichen. Wir machen selbstverständlich die Diplomatie. Wir möchten nämlich die Föderation jetzt. Wir sind die Schwächsten. Ja, das heißt, wir sollten da ein bisschen Gas geben, was das anbelangt. Leute, und das war's jetzt für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst kein Like da, wie ihr das möchtet. Wir sind hier in einem freien Land, verdammt nochmal, wo jeder drücken kann, was er möchte, und zwar zu Recht. Schreibt einen Kommentar und lasst ein Abo da. So, und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr versteht mich, ja? Macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.